Ja, heute wollte ich meine Werkstatt ein wenig vorstellen. Ich fange mit meinem Werktisch an. Ich habe extra neu angeschliffen und mit meinem Öl eingelassen. Ja, was soll ich sagen zu meinem Werktisch? Es ist schon ein bisschen aus, dass ich ihn gebaut habe. Ich werde euch dann aber Bilder vielleicht noch einblenden vom Bau. Ich habe mir da einen Luchtraster aufgebracht, so wie viele. Viele sind schon wieder dagegen. Mit 10 cm. Das hat den Grund, weil ich habe mir da eigene Schraubzwinge gemacht dazu. Die habe ich abgeschnitten und dann habe ich ein bisschen schräg eine Wendestange drauf geschweißt. Damit kann man überall, wo man will, irgendwas festspannen. Und deswegen schräg, weil wenn man dann anzieht, stützt sich das eh gerade. Das ist halt dann warm weg. Das verkeilt sich dann schön im Loch. Und 10 cm deswegen, weil wenn ich jetzt eine zweite Schraubzwinge hernehme, das geht sich genau gerade schön aus, dass ich überlappend sozusagen überall festzwingen kann. Ich habe mir dann vorne einer so eine Fangplatte gemacht mit Löcher, damit ich Brett auch so zwingen kann. Es machen sie so viele Obi-Bank-mäßig, also eine große Zwänge dazu. Ich habe bis jetzt noch nie sowas gebraucht. Mir genügt das. Und wenn ich ein größeres Brett habe, das was ich entspannen will, dann habe ich es meistens auf die Turbolade aufgerufen, habe das Brett draufgestellt und fertig. Gewisse Leute mögen die Löcher nicht, weil da können Schrauben alles Mögliche durchfallen. Ich habe mir das so gemacht, dass ich da eine Kontaktplatte habe. Wenn mir jetzt ein Schraufel durchfällt, dann ziehe ich das raus, kann man das Schraufel wieder nehmen, das Kleine, fertig. Das hat den großen Vorteil, der ganze Dreck bleibt auch da liegen und fällt nicht auf die nächste Ebene. Mit die habe ich gemacht dazu, dass ich mir da Werkzeug unten hängen kann. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas nicht brauche gerade, dann legen wir das da unten hin, habe meine Arbeitsfläche frei und habe trotzdem nur mein Werkzeug bei Hand. Ich habe ursprünglich auch die Halterung gebracht, die das mit Magneten drin für meine Akkuschrauber. Nur bin ich drauf gekommen, dass es oft ein wenig schlecht ist, wenn man einen Bohrer eingespannt hat, dann hält das nicht gescheit. Beziehungsweise mit den großen Akkus ist er ein bisschen schwer und fällt leicht raus. Darum habe ich eigentlich da die meiste Zeit die Schraubzwingen drin, die ich brauche für die Arbeitsplatte. Was ich noch gemacht habe auf der Seite, wird sich jeder fragen, was ist das? Ich drücke da einfach drauf. Da habe ich einen Koffer drin. In dem Koffer sind die größeren Schrauben. Und auf der anderen Seite habe ich auch einen Koffer drin, da sind die kleinen Schrauben. So habe ich immer direkt an der Werkbank meine Schrauben, habe schön sortiert. Wenn ich mehr brauche, schnapp es, stellen wir es auf die Werkbank. Ich finde das praktisch,
Und wenn ich sage, ich brauche den ganzen Koffer woanders, schnapp ich einfach nicht mehr mit und fertig. So kriege ich einer, Klappe zu. Das ist die Stütze, damit das auch schön waagrecht stehen bleibt. Ja, habe ich noch nichts gesehen. Ich finde es eine gute Idee. Ah ja, die Platte hat noch einen zweiten Zweck. Wenn ich die rausziehe, kann ich die oben auflegen. Die Löcher sind zu. Da kann ich irgendwas bauen, wo ich wirklich gar keine feine Schraube habe und dass mir ja nichts durchfällt. Ich finde das praktisch. Der große Vorteil ist bei meiner Werkbank, ich kann es verschieben. Ich habe mir da einen Mechanismus ausgedacht. Ich brauche eigentlich nur, natürlich auf jeder Seite, dann Hebel umlegen, dann einen T-Drucker, eine Stelle und es steht auf die Radl. Und dann kann ich einfach verschieben, wie ich will. Und wenn es mir dann passt, dann brauche ich eigentlich nicht wieder den Hebel rausziehen, runterdrucken. Und es steht auf die Fiers fix und es steht wieder bombenfest. Natürlich habe ich auch noch ein paar Laden eingebaut. Da habe ich meine Holztübeln, wegen ein Klebezeug, was man jetzt so gar braucht. Da habe ich Papierrollen, die ich relativ oft brauche. Ja, ein Messgerät, alles mögliche, was man halt nur so gar irgendwo noch mehr braucht. Ne? Und da habe ich ursprünglich eigentlich die ganzen Schraubzwingen drin gehabt mit Auszügen. Das habe ich dann verworfen. Das war eigentlich eher unpraktisch. Und dann habe ich da jetzt dann eine Kiste reingemacht, weil ich einfach nur Plastik reingehauen habe. Ne? Wenn sich fragt, warum da Steckdosen ist, meine Werkbank ist zwar mobil, aber sie hat 4 Steckdosen. Und das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert mit den Steckdosen. Ich habe nämlich auf der Seite habe ich von einem alten Staubsauger so einen Kabel-Einroller gemacht. Da kann ich aussticken, kann das Kabel aufziehen und kann es an der nächsten Steckdose anstecken. Und ich habe auf der Werkbank 4 Steckdosen zur Verfügung für alle möglichen Geräte. Ich habe das extra mit einem 1,5er Querschnitt gemacht, damit ich auch wirklich was Gescheites anstecken kann. Ich brauche das nur einschirmen, so bleibt es eigentlich. Und wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nur einschirmen. Steckt den wieder ein und es ist verstaut. Fertig. Übrigens auf der Seite habe ich das Loch umgebracht und habe meinen Holzhammer eingebaut. Ist zwar noch nicht ganz fertig, aber was soll's. Wie gesagt, ist auf dieser Seite natürlich auch der selbe Mechanismus zum Entheben, damit es auf die Rau steht. Übrigens die Rau, da habe ich wirklich nur das Rau gehabt. Den Rest habe ich alles selber gemacht. Und da habe ich natürlich wieder einen Koffer. Und da habe ich die kleinen, feinen Schrauben. Und zusätzlich haben wir da auch Halterung gemacht für mein Picker. Bleistift. Und für einen normalen Markierstift, damit ich sozusagen immer an der Werkbank irgendwas zum Markieren habe. Den Bastlern unter euch wird die Maschine nicht unbekannt sein. Eine Bosch PBD40. Ich habe früher eine Rotwerk-Bohrmaschine gehabt mit Riemenantrieb und so weiter. Ich habe mich trotzdem für die Maschine entschieden, weil für mich die
Geschwindigkeitsregelung und der Tiefenanschlag wichtiger war. Es gibt da zu viel Leute, die was sie da Drehkreuz drauf machen. Ich habe das ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe einfach da, wo mehr Fleisch ist, ein Loch durchbohrt, ein Quinten eingeschnitten und einen Griff drauf gemacht. Dadurch habe ich auch ein Drehkreuz. Kannst du genauso benutzen wie original oder halt so, ne? Die einfachste und günstigste Variation. Dann, was mich so gestört hat an der Maschine, eigentlich, was ja von der Rotwerk gewählt war, da war das Kabel in der Säule drin. Jetzt habe ich das Kabel auch in die Säule verlegt. Das heißt, ich habe da hinten kein Kabel in nichts angesteckt. Bei mir verläuft das Kabel in der Säule und geht halt unten irgendwo auf eine Steckdose. Dadurch ist das da frei. Finde ich praktischer. Down. So viele bauen sich so einen komischen Bohrständer mit alles Mögliche. Den Anschlag finde ich ja gar nicht so schlecht. Nur das mit dem Opferblatt. Das habe ich anders gelöst. Ich habe mir einfach da ein Loch gefräst. Und meine Opferblätter, die sind da unten noch da drin. Das heißt, wenn ich was Neues bohren will, wo kein Ausriss sein soll, nehme ich ein neues Blatt drauf, lege das da hin und fertig. Ne? Der ganze Dreck, was beim Bohren passiert, der fällt da in die Lade rein. Ich habe da unten drunter ein Loch gemacht. Der grobe Staub und Späne, ja, die muss man sowieso wegkramen. Ich verstehe das nicht. Ich mein, ja, es ist schon ganz gut, wenn ich Absagen habe an der Tischbohrmaschine, aber es ist eine Werkstatt. In einer Werkstatt passiert es halt, dass ein Dreck anfällt. Und den muss man halt wegkramen. Ich habe das einfach so gelöst. Der grobe Dreck ist weg. Den Rest denke ich jetzt an und fertig. Der ganze Unterbau an und für sich ist ein altes Büromöbel. Da war der Schreibtisch. Ich habe da dann die ganzen Bohrer, was ich jetzt halt standardmäßig, da war die ganzen Grünschneider drin und, das, und die Laden, die gängen relativ tief. Stechbeitel, was auch immer, alles, alles mögliche drin. Ne? Ja, andere Zubehör und noch da gemacht, wo ich Werkzeug, was ich relativ selten brauche, lagern kann. Von mir abgesehen, Baustellenradio und Inschmoren, was man heute halt irgendwie brauchen kann. Aber das Besondere an dem Ganzen, wenn man gerade, das ist auf dieser Seite. Weil da gibt es auch so viele, die machen sich Gedanken wegen die Bohrer. Ich habe mir da auch Gedanken gemacht. Wenn ich an der Bohrmaschine stehe, dann schaue ich einfach gerade ab, ich habe mir das alles angeschrieben, welcher Bohrer wo ist. Oben sind die ganzen Holzbohrer, dann sind die ganzen Metallbohrer, bis 10. Dann habe ich noch meine Senker, die Holzbohrer, was über 10 sind, bis 13, und die Metallbohrer, die was bis 13 sind. Und ganz unten im Endeffekt sind meine Fußbohrer. Von 15 bis 50. Und falls ich jetzt auf den Gedanken komme, dass ich sage, ich brauche das woanders, habe ich da, das ist ein Metallleisten, brauche ich nicht die zwei Arbeiten. Die habe ich mit einem Magneten aufgemacht. Dann sage ich, ich möchte jetzt zum Beispiel das haben. Nehme das außer und könnte es theoretisch woanders hin tun. Was ich eigentlich für ein Blödsinn finde, weil meistens brauche ich es an der Ständerbohrmaschine und wenn ich habe nicht so einen weiten Weg zu einer Werkbank. Nehme das halt. Ich sage, ich brauche einen Siemer, dann nehme ich da einen Siemer, außer und so weiter. Ich mag keinen Schrankel, wo mit einem
Karussell oder irgend sowas, dass ich da minutenweise suchen muss, dass ich den richtigen Bohrer habe. Ich schaue einfach hin, schnapp mir den Bohrer, spanne ihn ein, fertig. Also, einfacher geht's glaube ich gar nicht. Und damit das halt. Unten möchte ich vielleicht irgendwann einmal einen Koffer machen, wo ich Reservebohrer und so Sachen reinmache. Aber, ja, wenn ich mir irgendwann einmal dazu kann. Auf dieser Seite, da habe ich einen Halterung für ein Tablet. Ist das passiert, dass man Kollegen anschauen muss, wie sie was machen, da kann ich mein Tablet dafür machen. Da habe ich mein Leim und alles, was man halt sogar auch braucht. Notizblöcke, keine Ahnung, alles mögliche. Jetzt halt das gleich, ne? Aus, oder? Für meine Aufzeichnungen, wenn ich mir irgendwas ausdenke, meinen Block, den habe ich auch mit Magneten dazu gemacht. Einen eigenen Halter für einen Stift. Stift braucht man immer, Sägen in alle möglichen Variationen, so billig Sägen und Gehrungssägen, alles mögliche halt, ne. Das Wichtigste an der Werkstatt, mein Kühlschrank, wo ich dann nach getaner Arbeit mir ein Bier rausnehmen kann oder halt dazwischen irgendwas alkoholfreies. Wenn sie die Leute fragen, was das ist, mir ist das angegangen, dass mein Kompressor ist immer so laut und dann, wenn es schon aufgefallen ist, es pumpt im Hintergrund immer ein bisschen. Da ist mein Pullpumpen für meinen Pull. Ich habe da nur so Rohläden, ja, ganz günstig bis gratis gekriegt. Da habe ich gedacht, ja, sowas kann man brauchen. Und dann habe ich dann einfach den Rollladen eingebaut und da kann man jetzt einige und da sind aber nur andere Sachen dran. Wie man sieht, steht da mein Kompressor, da steht meine Poolpumpe, eine Reserve für Getränke. Ja, ich muss euch einmal mitnehmen, glaube ich. Man muss aber einen Buckel schneiden. Da ist ein kleiner Verteiler für die Elektrik, Steuerung für Pullpumpen, ein Zähler, damit ich weiß, was die Pullpumpen braucht. Und damit auch Zubehör für meine Presse. Und meine Presse, wo ich Lager und so Sachen einpressen kann. Bei den Autos meistens. Früher habe ich viel mehr mit den Autos gewerkt. Dann sieht man da noch vielleicht den Kühlschrank von hinten. Und das ist nur mehr ein Verteiler. Das ist rein nur für die Werkstatt. Und da ist eigentlich meine Drehbank. Aber sie hat leider ein bisschen einen Lagerschaden. Die muss ich mal herrichten. Jetzt sieht man es glaube ich besser. Die muss ich leider noch herrichten. Da sieht man noch hinten von meiner Schwarzerei. Da habe ich meine Gasflaschen stehen. Das ist Argon-Gas. Andere Gasflaschen auch noch für den Griller und alles mögliche. Es ist einfach eng da drin. Ne? Nicht ein kurzer Überblick. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch wieder was gezeigt, was ihr nicht kennt habt. Oder was halt nicht so üblich ist. Seid mal gewogen. Schaltet wieder ein, wenn es einen neuen Teil gibt.
abonniert mich, macht ein Like, was auch immer. Danke, vier Dinge.